Ein neues 7 Days 7 Looks Video. Ich zeige euch wieder ein paar Winteroutfits, die euch hoffentlich ein paar Ideen für die noch verbleibende Winterzeit geben können. Wir starten den Montag mit meinem Kooperationspartner Armed Angels und deren klassischer Straight Fit Jeans, die von nun an zu 100% aus recycelter Baumwolle hergestellt wird. Dazu könnte man dann auch dicke Boots kombinieren, ich greife allerdings zu den Stiefeletten von Kate. Ich trage die Jeans in Größe 26, das trage ich normalerweise auch immer bei Jeans und bei mir geht diese hier bis knapp über den Boden. Dazu kombiniere ich eine Jeansjacke von Armed Angels in einem ähnlichen Blauton. Ja, wir machen hier nämlich einen Denim und Denim Look. Und als Tasche wähle ich dann die Re-Edition Bag von Prada, um das Ganze in eine eher schickere Richtung zu lenken. Und das glänzende Lackleder ist ein schöner Kontrast zu der Struktur von den Jeansteilen. Darüber ziehe ich dann meinen dicken Wollmantel von And Other Stories. Der Mantel sollte platzmäßig genug Spielraum haben, damit es mit den ganzen Lagen auch bequem drunter ist und man genug Bewegungsfreiheit hat. Dazu kommt noch der Wollschal von Agnes Studios gegen die Kälte und fertig ist das erste Outfit. Im nächsten Outfit haben wir eine Base Layer aus Heattech Leggings von Uniqlo und Merino Longsleeve Top von Arket. Dann ziehe ich darüber die schwarze Anzugshose von Philippa K. und dazu kommt ein breiter Ledergürtel. Als Oberteil wähle ich einen Sweater von Edited und bei den Schuhen sind es die beigen Wildlederschuhe von Clarks. Mir gefällt die schwarze Kombination zusammen mit den hellen Schuhen schon mal ganz gut. Und ich bringe aber noch ein paar weitere Braun- und Beige-Töne rein. Als erstes habe ich hier die Vintage Bottega Veneta in dunkelbraun. Dann die Jacke, eine Schierling-Jacke von Totem. Kuschelig weich. Und zu guter Letzt dann noch den Wollschal von Agnes Studios in Grau und Kaschmirhandschuhe auch in Grau. Ich habe hier also verschiedene Farben in einem Outfit, aber es muss nicht immer alles Ton in Ton sein, damit es zusammenpasst. Hier die Farben harmonieren auch so gut miteinander und dann füge ich noch eine letzte Farbe hinzu mit dieser weinroten Brille von Chanel. Und damit hätten wir den fertigen Look. Das Outfit hatte ich so auch vor ein paar Tagen bei minus 5 Grad an und die einzige Stelle, wo ich gefroren habe, war mein Gesicht. Und in diesem Sinne behalten wir die gute Base Layer auch beim nächsten Look an. Dazu kombiniere ich diesmal aber meine weite lange Jeans von Arket mit breiten Ledergürtel und dann greife ich zu einem dicken und grob gestrickten beigen Rollkragenpullover von Totem und braune flache Boots von AD. Das sieht so schon mal ganz gut aus. Mir fällt aber gerade auf, dass ich das eine Hosenbein nicht gleichmäßig umgeschlagen habe. Aber naja. Als Tasche nehme ich wieder die braune Bottega, da sie das Braun von den Schuhen nochmal aufgreift. Und ja, die verschiedenen Strukturen und Materialien bilden hier irgendwie ein schönes und interessantes Zusammenspiel. Im Grunde ist das Outfit aber sehr simpel. Eine einfache Winteruniform aus Jeans, Rollkragen und Boots. Dazu passt dann eigentlich jede Art von Jacke oder Mantel, aber ich ziehe jetzt eine an, die ich in diesem Winter noch in keinem Styling-Video drin hatte, und zwar meine Puffer Jacket von der Uniqlo und Jill Sander Kollektion von vor ein paar Jahren. Ich mag, dass diese hier sehr schlicht ist, also sie hat keine sichtbaren Knöpfe oder Reißverschluss. Sie hat aber diese weiten Ärmel und einen hohen Kragen. Dazu trage ich dann noch meinen grauen Strickbeanie von Arket und die grauen Handschuhe. Da Pufferjacken? Tatsächlich die Jackenwahl von gefühlt 80% der Menschen ist, die ich hier auf der Straße sehe, sollte das also auch hier nicht fehlen in meinen Styling-Videos. Wobei ich sagen muss, dass ich mit meinen dicken Wollmänteln mindestens genauso gut gewärmt bin und dabei dann auch die Beine bis zu den Knöcheln vor Kälte geschützt sind. Bei einem sonnigen Wintertag kommt dann noch eine Sonnenbrille von Celine dazu. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Outfit. Für den Look am Donnerstag trage ich bereits ein weißes großes T-Shirt von And Other Stories. Dazu ziehe ich eine schmale geschnittene Anzugshose von COS an und bei den Schuhen setze ich auf die Spitzenstiefeletten von Celine, da ich hier einen höheren Absatz brauche. Die Hose sollte hinten eigentlich am besten noch um 1 cm gekürzt werden, aber das ignorieren wir jetzt kurz mal für dieses Video. Ich ziehe hier nun einen schwarzen, schweren Strickpullover von Arket mit einem größeren Ausschnitt über. Die
Idee bei diesem Outfit ist, dass das T-Shirt rausgucken soll und der Pullover locker und lässig sitzt. Oben soll es also fast schon unordentlich aussehen, so als Kontrast zu der smarten Hose und den schicken Schuhen. Auch bei der Tasche bleibt es slouchy. Ich habe hier einen großen Wildlederschopper von Little Livner. Eine große Schultertasche und keine kleine Umhängetasche ist hier also die Devise. Wir gehen ins Office, sind aber cool und lässig gekleidet. Das soll der Vibe sein. Mit Sonnenbrille für noch mehr Coolness. Und wo nun doch noch einmal Tailoring ins Spiel kommt, ist der Mantel. Ein klassischer doppelreihiger Mantel mit breiten Revers schnürt das Ganze dann noch zusammen. Für den extra Kälteschutz kann man dann entweder zum schwarzen Wollschal greifen, hier von Acne Studios, oder wenn es etwas ausgefallener sein soll, dann gerne auch eine Balaclava, wie diese hier aus Kaschmir von Arket. Da die Hose und Mantel eher so schick und seriös sind, finde ich die Kombination mit der Balaclava eigentlich ganz cool dazu. Ja, und das war der Look für den Donnerstag. Weiter geht's mit Freitag. Bei der Baselayer haben wir wieder ein Merino-Wollentop, aber diesmal mit Rollkragen. Und dazu kombiniere ich einen fast schwarzen Jeansrock von Weekday. Wir wollen auch im Winter etwas Abwechslung in der Silhouette haben. Und hiermit möchte ich euch zeigen, dass man Röcke auch im Winter anziehen kann, ohne zu frieren. Wichtig ist, dass sie nahezu bodenlang sind und bestenfalls aus Jeans. Oder sie sind gestrickt aus Wolle, wie im letzten Styling-Video. Dadurch, dass der Rock hinten einen Schlitz hat, ist die Heattech Leggings besonders wichtig. Dazu trage ich übrigens Stiefeletten von Kate, Gürtel von Arket und Tasche von Bottega Veneta. Man könnte hier auch dicke Boots zu kombinieren, das würde auch passen. Wir könnten aber auch andere Accessoires dazu kombinieren, wie zum Beispiel knallige Sneaker wie die von Onitsuka Tiger und eine Tasche von Prada. Und statt einem eng anliegenden Rollkragenpullover würde hier auch ein weiter locker sitzender Rolli dazu passen. Das kann man also ganz gut der Lust und Laune sowie dem Wetter anpassen. Bei kalten Wintertagen Boots, bei milderen gehen dann Sneakers. Aber wir nehmen mal wieder die Accessoires von der ersten Variante. Und beim Mantel greifen wir hier wieder zum langen Wollmantel von Another Stories und fertig ist auch dieses Outfit. Für den nächsten Look trage ich bereits ein weißes Bio-Baumwollhemd von Armed Angels und dazu ziehe ich eine dunkelblaue Baggy Jeans an, ebenfalls von Armed Angels und auch die besteht aus 100% recycelter Baumwolle. Ich trage diese hier eine Nummer kleiner als meine reguläre Jeansgröße. Die Jeans sitzt aber trotzdem locker und das ist hier wichtig, weil wir werden hier noch ein paar Layer hinzufügen. Und zwar habe ich hier einen alten Kaschmir-Cardigan von Esprit, den ich dann über das Hemd ziehe und in die Jeans stecke. Dazu kommt noch ein breiter Ledergürtel von Arket. Ja, ich finde, das ist mal eine abwechslungsreiche Kombination. Bei den Schuhen wollte ich es hier etwas lässiger gestalten, daher die Chucks. Ich trage übrigens zwei Paar Socken und es sollte nicht unbedingt ein Tag sein, wo es Minusgrade herrschen. Dann sollte es gehen. Grundsätzlich würden aber auch Boots gut zum Look passen. Dann habe ich hier die kleine 90s Bag von The Row. Und beim Mantel würde ich hier jetzt zu einer helleren Variante greifen. Diese hier ist von House of Dagmar. Dazu kommt natürlich wieder ein warmer Wollschal und fertig ist der Look für den Samstag. Kommen wir zum letzten Tag, den Sonntag. Hierfür spare ich mir ja immer gerne einen ultra bequemen Look auf. Über meine graue Heattech Base Layer kommt eine graue Strickhose von Edited und ein grauer Sweater von Weekday. Ja, als hätten wir unseren Pyjama an, so sieht das aus. Dazu ziehe ich meine grauen Sneakers von New Balance an. Weiße Sneakers wie Adidas Sambas oder Nike Cortez wären aber auch cool dazu. Und ich binde mir die Haare außerdem noch in einem Pferdeschwanz zusammen. Ein weißer Scrunchy ist hier ein schönes Detail, irgendwie romantischer und nicht so super sportlich. Dann kommt noch ein cremefarbener, dünner, langer Kaschmirschal dazu und eine Minitasche, hier die 90s Bag von The Row. Also ich finde das Outfit jetzt schon ultra cute, muss ich sagen. Und dann haben wir hier wieder die Puffer Jacket von Uniqlo und Jill Sander. Und fertig ist das Outfit. Das waren wieder alle 7 Tage 7 Looks für den Winter. Ich hoffe, das kann euch ein wenig inspirieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und folgt mir auf Instagram. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!